Ja, da bin ich wieder und schon wieder mit einer Rezension. Diesen Monat, also ja, da geht's richtig ab mit den Rezensionen bei mir. Ich habe auch mal gedacht, ich mache mal ein paar mehr, weil ich glaube, die Rezensionen, die habe ich ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Und heute geht es wieder um ein Jugendbuch für Mädchen. Und zwar für Mädchen zwischen 11 und 14 Jahren. Das ist so empfohlen. Und zwar aus dem Pink Verlag. Mondscheindisco von Maren von Klitzing. Ja, Klitzing. Und hier auf dem Bild seht ihr schon Elin, unsere Hauptdarstellerin, unsere Protagonistin in diesem Buch. Erstmal möchte ich noch kurz etwas zu diesem Pink Verlag sagen. Also dieser Pink Verlag, soweit ich das verstanden habe, gibt er hauptsächlich für Mädchen Bücher raus. Und ja, wie hier hinten drauf steht, sind das immer Bücher mit Persönlichkeit, voller Power und Fantasie. Ja, und was mir auch gut gefällt, ihr seht es so schon, Pink. Auf der anderen Seite natürlich auch. Pink. Ja. Irgendwie muss man sich ja auszeichnen als Verlag. So, erstmal zum Cover. Also, das Cover, das gefällt mir echt gut, besonders die Details in diesem Cover. Dass dieser Mond da so eingepflegt ist in dem Wort selber natürlich, da es hier ja um die Mondscheindisco geht. Elin, die hier steht, ich finde auch der Aufzug, also was sie da so trägt, finde ich echt, ja, authentisch. Die Kamera spielt auch eine große Rolle in diesem Buch und der Roller natürlich auch. Dieser Roller gehört nämlich Markus, aber gleich dazu mehr. Dieses Buch hat gerade mal 190 Seiten und ist deshalb auch sehr schnell gelesen, jedenfalls von mir jetzt. Also ich habe an einem Abend das Buch ausgelesen. Das hat mir auch Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Das war mal was anderes gewesen. Das hat einen so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, als man selbst noch, ja, jugendlich war. Ich meine, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber als ich so 15, 16 war, ich habe zwar keine Mondscheindiskos veranstaltet, aber ja, auch nicht immer. Ich war auch nicht immer so brav. So. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um Elin. Und Elins Mutter fährt in die Toskana und lässt ihre Tochter ein paar Tage alleine. Natürlich, als verantwortungsvolle Mutter lässt sie sie nicht ganz alleine, sondern überträgt ihrer überaus verantwortungsvollen Schwester das Kommando über ihre Tochter. Elin darf zwar bei sich zu Hause bleiben, aber ihre Tante soll ab und zu nach ihr schauen. Allerdings ist diese Tante sehr beschäftigt, da sie gerade frisch verliebt ist, lieber mit ihrem Freund im Bett ist. Und ja, sie ist außerdem Köchin und hat gerade einen großen Auftrag an Land gezogen und kann sich deswegen nicht so um Elin kümmern, wie Elins Mutter das vielleicht gerne hätte. Aber das verraten sie natürlich Elins Mutter nicht. Elin sagt, sie kann ganz gut auf sich alleine aufpassen und schon, ich glaube, direkt am ersten Tag, wo sie ins Schwimmbad kommt, trifft sie ein Mädchen, das vor den Ferien in ihrer Klasse neu vorgestellt worden ist, als die Neue in der Klasse ab nach den Sommerferien. Elin freundet sich ganz schnell mit diesem Mädchen an und lädt dieses Mädchen dazu ein, die Ferien über bei ihr zu übernachten. So entsteht eine kleine Mädchen-WG und die beiden machen eigentlich, was sie wollen. Was, wenn man sturmfrei hat, ich meine, wer nutzt das nicht aus? So, und diese Freundin, ich habe sogar ihren Namen vergessen. Vero, genau. Diese Freundin Vero fotografiert gerne, deswegen diese Kamera auf diesem Cover. Und sie kennt ein paar andere Leute aus ihrer alten Klasse. Und da gibt es diesen Markus, der nachts alte Gebäude sucht und nachts im Mondschein dort Partys feiert. Diese Treffen sind natürlich geheim und man kommt nur durch Insider da rein.
Und Elin hat Vero kennengelernt und Vero nimmt sie zu einer dieser Partys mit. Dort sieht Elin zum ersten Mal Markus und kaum, dass sie seine Augen erblickt, verliebt sie sich in ihn. Wie kann es denn anders sein? Irgendwas Romantisches muss ja in jedem Buch drin stecken, besonders bei Mädchenbüchern. Ja, und nun versucht sie sein Herz zu erobern. Und ja, es gibt natürlich ein paar Komplikationen dabei. Und ja, und es ist sehr viel Kreativität gefragt von ihr, aber auch von allen anderen, die an diesem Mondscheindiskurs beteiligt sind. Und ja, mehr verrate ich jetzt auch nicht zu dem Buch. Es war wirklich schnell zu lesen, es hat mich amüsiert, es hat Spaß gemacht, es zu lesen, es hat einen wieder so zurückversetzt. Und man überlegt auch, was hätte man selber getan? Hätte man es so getan, wie Elin es gemacht hat? Oder nicht? Ja, das war es auch schon zu meiner Rezension zu Mondscheindisco. Ich gebe diesem Buch 4 von 5 Lesezeichen und es kostet übrigens 9,99 Euro. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, es hat Spaß gemacht und das war's dann auch schon wieder. Bis dann. Tschüss.